You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Schurken-Let's Play. Wir sind hier natürlich nach wie vor im Sturmsangtal und ich habe gerade die Incursion verpasst, wie ich mitbekommen habe, denn genau als ich online kam, was gerade noch so eine Minute ein bisschen vorbei war, aber hilft halt nicht, können wir leider nicht mitnehmen. Jetzt questen wir hier aber weiter. Was ich mir allerdings geholt habe, ich war noch ganz fix beim Dunkelmond-Jahrmarkt, denn der ist ja gerade diese Woche. Da gibt es dann nochmal 10% Bonus-Erfahrung, was wir hier halt mitnehmen können. Das gleiche haben wir nach wie vor durchs Fläschchen auch nochmal, dann kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Erfahrung. Ihr habt mir auch wieder einen Brief geschickt, habe ich vorhin auch gesehen. Spielzeuge, nicht Wildtierführer. Außer es gibt es ein Pad, das ein Briefkasten ist? Ne, es gibt nur ein Ruhestein-Pad. Was haben wir denn hier? Alter Zwerg, Quintex, der junge Recke. Sei gegrüßt, mein junger Recke. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich noch vor dem Nachteinbruch. Stets warst du ein ebenwürdiger hinterlistiger Soldat der Allianz. Ich wurde entsandt des Königs, um dir unter die Arme zu greifen und deiner zukünftigen Wege mit etwas Taschengeld zu erleichtern. Ich plünderte die ganze Bank der Allianz, um dir einen angemessenen Dank zukommen zu lassen. Setze es weise an. 20 Bronze sind das ganze Einkommen der Allianz. Vielen Dank für den Brief, Mann. Vielen Dank. 20 Bronze. Jetzt wissen wir auch, warum die Allianz immer überall verliert, Mann. Gibt's halt nicht. Gut, dann nehmen wir mal die Quests an. Wie immer, wenn ihr mir gerne Briefe ingame schicken wollt, könnt ihr jetzt halt gerne machen. Einfach auf dem Server Rexar oder Leria einen Charakter erstellen. Und hier an den guten Quintex schicken. Ich war auch schon mal so frei und habe mir noch zusätzlich mit dem ganzen Gold, das ihr mir da immer geschickt habt am Anfang, habe ich mal ein bisschen eingekauft und habe mal angefangen, das gute Lederverarbeitung hier hoch zu skillen. Jetzt sind wir hier schon bei 117, das geht sehr, sehr fix. Also ich würde sagen, die einfachsten Berufe zum Skillen sind Juwe auf Platz 1 generell. Dann würde ich sagen, Schneiderei, Schmiedekunst, Lederverarbeiter, also alles, was irgendwie Rüstung herstellt, die sind so einfach zu skillen. Vor allem die letzten Skillstufen, weil du hast ja dann dieses... Du kannst hier Rüstung herstellen damit. Ab 115 kann man sich hier die 340, also die neueren Sachen herstellen. Die kosten zwar Expulsum, man kann das aber extrem nach unten drücken, weil wie man hier sieht, für die Ehrenabzeichen, davon habe ich immer mehr als genug, weil ich halt viel PvP spiele, kann man sich dann bei dem Arena-Händler, also dort, wo die Arena-Kiste auch kommt, irgendwo in Boralus ist das, glaube ich, bei Allianz, bei Horde ist es bei Mugambala, da kann man sich dann einfach diese billigeren Rezepte holen und da braucht man, glaube ich, fürs letzte Rezept braucht man nur noch ein Expulsum oder so. Und damit kannst du komplett for free scalen. Denn Expulsum mit Chars, die generell craften können, ist ja auch nicht schwer zu farmen. Denn für alles, was du zerstörst, hast du eine Chance, dass welches drinnen ist. Bei Trinkets, zum Beispiel Schmuckstück, ist 100%, aber kann man jetzt im Falle von Lederverarbeitung zum Beispiel nicht herstellen. Aber könnte man halt durch World Quests holen, Entschuldigung. Da haben wir zum Beispiel gerade den Lederharnisch. Mit dem können wir sogar weiter skillen dann auch noch ein bisschen. Das ist nice. Ich wollte gerade sagen, das habe ich gerade vorher gelernt und jetzt kriegen wir dann Rang 13 Rezept. Not bad, not bad. Wo war ich jetzt? Irgendwas mit Lederverarbeitung skillen. Ich habe gerade den Faden verloren mittendrin. Das Rezept hat mich gerade komplett aus dem Konzept geworfen. Egal. Weil ich noch sagen wollte, das letzte Mal, weil jemand geschrieben hatte, zwecks Patch wurde schon angekündigt und Co. Ich weiß, das Problem ist immer, ich muss diese Videos immer eine Woche vorher aufnehmen. Ich streame ja am Wochenende, das heißt normalerweise nehme ich die Videos meistens donnerstags oder freitags auf, manchmal dienstags überhaupt schon. Und ja, da ist meistens ein bisschen problematisch. Und natürlich wurde genau an dem Tag, wo ich aufgenommen habe und das Video fertig habe, wurde dann danach noch das Ganze angekündigt, aber ich kann es dann halt auch nicht verwerfen oder so. Aber ich würde sagen, ich habe gut predicted, oder nicht? Also hat alles gestimmt. Der Release hat gestimmt. Alles, Mann. Alles. Bin Prediction God. Bin auf jeden Fall schon mega hyped auf den Patch. Vor allem natürlich auf die Erbstücke. Ich habe schon ein Video drüber gemacht, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, was alles im Patch drinnen ist. Gibt einige Sachen zu tun. Jetzt nicht übermäßig viel Content, aber ist halt nur ein kleinerer Content-Patch. Es gibt schon einige Sachen, die man machen kann. Vor allem viele Dinge, die halt Sachen erleichtern, wie halt die Erbstücke und so weiter. Das nochmal ein bisschen einfacher macht, an Gear zu kommen. Und natürlich ziemlich viel lore-relevanten Stuff, was mich persönlich sehr, sehr interessiert, weil ich mag das immer im Streaming wie, das Ganze dann durchzuspielen und dann ein bisschen über das Ganze zu spekulieren, wie es eventuell weitergehen könnte. Das macht mir persönlich immer sehr, sehr viel Spaß. Mache ich im Stream 1000-mal lieber, als dass ich es im Videoformat machen würde. Weil bei Videos halt wieder das Problem, ja, du machst halt sowas und danach musst halt warten, bis Kommentare kommen. Beim Stream kannst du halt aktiv mit den Leuten halt diskutieren. Deswegen, wenn ihr da drauf Bock habt, könnt ihr jederzeit einfach gerne im Stream vorbeischauen. Ich glaube, die Kapseln geben sogar am meisten, oder? Ja, wunderbar.
Dann kriegen wir hier nochmal ein bisschen schneller voll. Wäre halt gerade godlike gewesen, wenn ich halt jetzt den Incursion Buff auch noch mitnehmen hätte können, weil das wäre nochmal 10% mehr Erfahrung gewesen. Und ich habe generell 1,5 Balken gemacht, weil ich beim Dunkelmond-Jahrmarkt, wir hatten ja noch vom Quest und von den Dungeons und so weiter, hatte ich auch noch diese Dunkelmond-Goodies da, diese Quests zum Abgeben im Inventar, die habe ich auch mal alle ganz fix abgegeben. Und ich habe auch noch die Berufsquest ganz fix gemacht. Nur damit ihr auf dem Laufenden seid, was ich gerade alles abgeschlossen habe, während es nicht recorded habe. War aber nicht allzu viel, also nicht komplett eskalieren jetzt in den Kommentaren. So, wir brauchen auch nur die großen unten, oder? Ja, das sind die ganz... Die Bosse von den Borstnebern hier. Und zwecks dem Patch nochmal. Der Patch erscheint ja wie gesagt nächste Woche. Also wenn ihr das seht, diese Woche, am Mittwoch. Am 13. erscheint der Patch. Okay, jetzt dürft ihr keinerlei Verwirrungen mehr kommen. Das heißt, Video kommt am 11. Am 13. kommt der Patch. Und wenn ihr jetzt gerade noch dabei seid, ihr habt noch bis zum Patch-Release, also am Mittwoch Zeit, denn, oder ihr habt danach auch noch Zeit, aber... Jetzt können wir es gerade schneller farmen, und zwar den Ruf für die Allied Races. Warum? Weil wir gerade das Weltquest-Event haben und da kriegt ihr 50% mehr Ruf für alle Weltquests, die ihr abschließt. Und noch was Gutes dabei. Achso, gut, wenn ihr das Video seht, ist das schon wieder irrelevant, aber für die Zukunft haben wir so. Manchmal overlappt sich das Ganze nämlich mit dem Dunkelmond-Jahrmarkt, so wie jetzt gerade in dem Fall. Dann könnt ihr euch nämlich den Dunkelmond-Buff auch nochmal holen, dann sind es nochmal 10% mehr Ruf, den ihr kriegt. Und dann könnt ihr das halt... quasi maximieren, was er da rausholt dabei, und das ist natürlich sehr, sehr geil. Wenn man sagt, 60% mehr Ruf ist schon eine ordentliche Menge. Aber das Event habt ihr ja nach wie vor. Also 50% reicht mehr als genug aus, damit man da halt schneller farmen kann, und wenn man dann die World Quests abklappert, dann ballert man da richtig schnell durch mit dem Ganzen. Das castet ihr auf mich, Rankenstoß. Ich glaube, das ist irrelevant. Rankenmeisterin Grunz. Da waren sie ja richtig kreativ, Mann. Also richtig guter Ebername. Warum nicht Rankenmeisterin Eber? Eberhard. Das wäre noch besser gewesen. Was brauchen wir noch? Den Orkstein und den Schnarf. Die finden wir drüben. Jetzt haben wir allerdings keine Vendetta. Wir können die Kiste hier ganz fix mitnehmen. Ich bin dann wirklich schon hyped. Das Einzige, was ich mir noch nett... Oder ich habe mir mehreres nicht angesehen. Ich habe gesagt, beim BTR diesmal war wirklich komisch. Normalerweise bin ich immer am BTR. Jeder, der meinen Stream verfolgt, ich gehe halt immer gerne auf den BTR, also ein Public Test Realm, und schaue mir die neuesten Patches dort an, beziehungsweise teste das ganze Zeug ein bisschen durch, und auch wegen Lore-Spekulationen und Co. schaue ich gerne rein. Nur diesmal war das erste Mal, dass bei mir einfach überhaupt nichts funktioniert hat. Das hat mich komplett verwirrt. Ich konnte fast leider nichts testen, also die Hardy-Quest-Reihe, die Hunter-Quest-Reihe, ich glaube, Croft hat sie hochgeladen. Die hat bei mir nicht funktioniert. Der ganze Xalat of Quest 3 hat bei mir nicht funktioniert. Die Kriegskampagne ging jetzt. Im letzten Stream habe ich sie kurz mal gespielt. Da konnte ich ein bisschen weitermachen. Das hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt. Aber ja gut. Dann müssen wir uns das Ganze im Live-Server anschauen. Ich hoffe nur, dass das nicht vorkommt, wenn Patch 8.2 auf dem BTR kommt. Weil, wie gesagt, am 13. ist der Release für 8.1.5. Und normalerweise handhaben sie es jetzt immer so... Dass immer schauen, dass irgendwas auf dem BTR oben ist, meistens mit so einer Downtime von einer Woche bis maximal zwei Wochen. Das heißt, ich tippe mal so ein bis zwei Wochen nachdem 8.1.5 released wurde, sollte eigentlich der BTR hochfahren mit 8.2, zumindest mit dem ersten quasi Testkandidaten für das Ganze. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich meine, da wird noch nicht so viel zum Testen sein, aber ich bin wirklich schon gespannt drauf, weil das ist halt natürlich dann der erste eigentlich richtig, richtig große Patch. Denn wir kriegen ja tatsächlich zwei komplett neue Zonen, wer sich da noch nicht informiert hat. Wir kriegen ja einmal... Wer ist nochmal? Mechagon. Das ist gerade, dass ich mich gerade verwirre hier. Mechagon war die Zone über die Mechagnome. Also im Endeffekt haben wir die Zone jetzt schon drinnen. Oder was heißt drinnen? Aber wir haben einen Teil davon drinnen. Ihr habt euch sicher schon mal gewundert, wenn ihr Tieregard unterwegs seid, dann habt ihr, ich glaube hier circa, habt ihr so Gnomen... wie soll man sagen, so ein Gnom-Schrott-Müllhaufen irgendwo durch die Gegend liegen. Das ist im Endeffekt Mechagon. Da hinten ist auch so eine Tür. Das Ganze wird noch ein bisschen weiter ausgebaut. Und diese Tür steht dann offen, sobald Patch 8.2 released. Und dann kann man da reingehen. Und das ist im Endeffekt Mechagon. Das ist eine kleine Zone, eine sehr, sehr kleine Zone, sofern sie das, oder so wie sie das ausgedrückt haben. In dieser Zone ist unter anderem ein Dungeon, ein Mega-Dungeon, so wie auch Karazhan einer war, also wer Legion gespielt hat. Karazhan war in dem Fall auch ein Mega-Dungeon, da gab es ja dann auch irgendwie 10 Bosse oder so irgendwas. Das heißt, dass man wieder länger drin unterwegs und das Balancing ist wahrscheinlich auch ein bisschen höher, also auf den freue ich mich schon auf jeden Fall. Und generell die Outdoor-Zone von Mechagon stelle ich mir auch cool vor, weil ich mag dieses Gnome-Design einfach. Ich weiß nicht, diese ganze mechanische und so, ich mochte das immer.
Die Goblins haben zwar auch so ein mechanisches Design, aber die Gnome waren da immer irgendwie mein Liebling bei dem Ganzen. Deswegen bin ich auf jeden Fall schon hyped auf die Zone. Und natürlich umso mehr hyped bin ich auf Nasiatar, denn das ist ein Gebiet, das kennt man als Lore-Freak eigentlich schon seit langem. Beziehungsweise die ganzen Ruinen vom Nachtelfen-Imperium. Da bin ich wirklich schon extrem hyped drauf und bin halt gespannt, wie das Ganze dann designt wird. Wir haben ja die ersten Screenshots bereits auf der BlizzCon gesehen. Das heißt, wir wissen, ein Blizzard muss ja natürlich dementsprechend weit vorausarbeiten immer. Sonst geht sich ja der Patch-Zyklus gar nicht aus. Ich finde es witzig, dass sich immer noch Leute aufregen, dass es nichts zu tun gibt oder sonst irgendwas. Und gefühlt released alle 2 Monate schon ein Patch. Wenn man dann früher denkt, was im Stream hatten wir das letztes Mal erst, ich weiß nicht mehr. War jetzt Siege of Orgrimmar, glaube ich, war es, oder? Siege of Orgrimmar war über 360 Tage aktiver Content, wo kein Patch und nichts kam. Guten alten Tage, und heutzutage reicht es schon nicht mehr, wenn alle 1 bis 2 Monate irgendwie ein Patch kommt. Das ist schon zu wenig. Da muss immer mehr und mehr her. Aber ich bin vom Thema abgekommen. Was wollte ich gerade? Achso, Nasiatar. Nasiatar sah, ich meine, wir haben so eine Zeichnung, so eine Overall-Skizze gesehen auf der BlizzCon, wie das in etwa aussehen soll. Ich meine, das ist halt early und kann jederzeit verworfen werden. Aber wir hatten da einmal so ein... aufgewertet. Wir hatten da einmal so ein... Meereszonen quasi, so ein Tang, Wald und keine Ahnung was. Und unter anderem hatten wir auch so eine Ruinen von Zinachari, von der Stadt. Von der Stadt selbst, da bin ich schon mega gespannt drauf. Und dann hatten wir natürlich in der Mitte den riesengroßen Palast von Azshara. Ich stelle mir das so vor wie Nighthold, also Suramein etwa. Du hast halt irgendwie auf der einen Seite ist die große Stadt, die Ruine, dann in der Mitte hast du irgendwie so normale Zone mit Worldquests und so Stuff und dann ganz vorne ist dieser riesengroße Palast, den man schon von außen sehen kann. Vielleicht kann man auch schon vorher reingehen quasi für so Worldquests und so Zeug oder andere Quests-Serien, die man dort macht. Aber im Allgemeinen, achso, ich muss die Dinger hier finden, aber im Allgemeinen ist es halt für später dann gedacht. Kann ich das hier? Nice. Kann ich trotzdem Stealth gehen? Doch, wo ist mein Hund jetzt hin? Ah, da kommt er. Und sie haben halt ein bisschen sehr krass geworben mit dem Ganzen, was halt alles dort zu tun sein wird. Deswegen wahrscheinlich die Enttäuschung ein bisschen größer, aber trotzdem wird es mehr als genug sein. Weil es hieß halt, es soll so eine Kombination aus allen möglichen, also aus vielen der bekannten Systeme sein, wie zum Beispiel Timeless Isle wird genannt. Also gehe ich mal von den Rare-Systemen aus auf Timeless Isle, weil das war so eins der, oder eigentlich das einzige interessante Feature an der ganzen zeitlosen Insel. Dass immer so aktive Events waren, wo halt irgendwie, keine Ahnung, auf dem ganzen Ding wird angekündigt, jetzt passiert das und das gleich, das Skelettschiff und so Zeug. So stelle ich mir das in etwa vor, dass sie das dann vorhaben. Also, wie gesagt, wieder aktive Rares, die irgendwie dann spawnen und die man halt unbedingt legen will für Spielzeuge, Mounts und sonstiges. Dann haben sie mir angegeben, da soll es auch so ein Quest-Story-Content geben, also à la, ja, Surama in der Art, also wirklich story-relevanten Content, weil die Kriegskampagne, die geht ja jetzt mit 8.1.5 zu Ende, das ist der letzte Part zumindest vorerst mal, das wird dann auch nicht mehr gelistet und es gibt ja auch das Achievement mit dem Mount, was ich auch im Video gezeigt habe. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt dann, was wir da für ein Story-Content kriegen. Sehr cool zu sehen, wenn wir immer so Flashbacks kriegen irgendwie von Azsharas Herrschaft damals und wie das alles... Wie sie eigentlich dazu gekommen ist. Wir haben ja den Warbringer gesehen von dem Ganzen. Oder? Warbringer ist, glaube ich, die Serie. Diese Animationsdingen, was sie da released haben vor BFA. Da haben wir gesehen, wie sie quasi, ja, wie sie den Deal eingegangen ist mit Endsoth. Wäre sonst noch cool, irgendwie andere Parts von ihrer Geschichte zu sehen. Und vielleicht zu sehen in so kleinen Story-Schnipseln, wie sie sich halt entwickelt hat und was sie jetzt vorhat. Ich persönlich glaube ja nach wie vor, dass sie gar nicht mehr unter Endsoths Befehl dient, sondern eher ihre eigenen Dinger verfolgt, weil sie wollte ja generell, wie sie im Video gesagt hat, will sie ja keine Sklavin sein, sie will eine Königin sein. Und ich glaube auch nach wie vor nicht, dass sie eigentlich komplett unter seinem Willen steht, sondern quasi immer unter ihrem eigenen Ding handelt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wenn wir sie dann im Raid sehen in 8.2, dass wir sie überhaupt besiegen. Dafür hat sie dann in-game... Ich meine, sie hatte ziemlich viel Screentime eigentlich. Weil wir haben sie schon so oft gesehen in-game. Aber ich glaube, nur die wenigsten, die halt jetzt nicht gerade krass mit der Lore zu tun haben, können irgendwas mit ihr anfangen. Aber es gab halt immer wieder Questgebiete, wo sie halt kurz zu sehen war. Mein Paradebeispiel war halt Legion, wo dann bei der Pharondis Quest 3, wo man sie permanent gesehen hat. Aber ansonsten glaube ich... Ich meine, ich kann mich erinnern, dass sie schon mehrere Auftritte hatte, aber das, wo war das? Dunkelküste oder so, glaube ich, kam sie auch kurz.
Oder zumindest wurde sie ja halt erwähnt von den ganzen Nagern und so. Aber ja, bin gespannt, wie sie das dann umsetzen. Ich hoffe, ich habe so beim Magier Let's Play damals gesagt, mein persönlicher Outdoor-Content-Favorit bisher war immer die geschmolzene Front. Und ich hoffe, dass es auch irgendwie davon was hat. Also quasi Time-Gating, aber eine gute Art von Time-Gating, wo ich mir selber wieder mehrere Sachen aussuchen kann, wo ich zuerst hin will, wo ich sage, ich fahre wieder gewisse Marken oder sonstige Währungen. Und diese Währungen kann ich dafür investieren, gewissen Außenposten aufzustellen oder irgendwie anderen Truppen zu helfen und so weiter und so fort. Und je nachdem, für was ich mich entscheide, kann ich dann zuerst in eine andere Richtung gehen. So hat man nämlich selber das Gefühl, dass man irgendwie da was dazu beiträgt und dass es Sinn macht, sich für irgendwas Gewisses zu entscheiden. Natürlich sollten beide Seiten irgendwie gleichen Rewards, oder nicht gleichen Rewards, aber ähnliche Rewards haben, sodass man sich nicht gezwungen fühlt in eine Richtung, aber bin gespannt. Das wäre zumindest so meine Idee für das Ganze, wie man das am besten handhaben könnte. Und ja, das war, glaube ich, alles, was ich zum Patch eigentlich sagen wollte. Stimmt, ich kann die hier erstens kürschen und zweitens kann ich die Kugeln rausnehmen. Ach, der macht beides in einem. Okay. Zuerst kann ich die Kugeln rausnehmen und dann kann ich ihn nochmal kürschen und nochmal Kugeln rausholen, oder was? Kann ich den auch? Ah ja. Interesting, okay. Ich krieg da sogar Skill für. Kirschnerei 126. Warum ich die Berufe geskillt habe, nochmal zurück zu dem Thema. Und zu einem anderen Thema noch dazu, weil ich war am überlegen, ob ich vielleicht dann so ein Video mache auf Max Level. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich wollte mal machen, so eine, wie man sich am besten geart. Und zwar als Solo-Player, sagen wir jetzt mal. Nicht unbedingt als Gruppenspieler, sondern irgendwie, wie man halt alleine. Oder, ja, nicht, ja, wie soll ich am besten ausdrücken? Wie man halt alleine unterwegs ist und sich am besten Gear farmt am Anfang, dass man einen guten Einstieg hat, sowas in der Art. Würde ich mir vielleicht noch überlegen als Video, weil die Frage kommt doch sehr oft auf vor allem neuen Spielern, die halt jetzt, ja, bin ich Stufe 120 geworden und habe jetzt, keine Ahnung, Item Level 320 oder was weiß ich und was kann ich jetzt tun oder wie kann ich jetzt am besten meinen Charakter ausrüsten. Sowas in der Art, dachte ich mir, kann man sicher mal irgendwann machen, nur ich weiß noch nicht wie genau. Am liebsten wäre es mir halt immer von einer Perspektive aus, weil wenn ich dran denke, ist das erste, was ich dran denke, ist das Top-Kommentar. Und dann lasse ich mich einfach mal mit meinen Freunden HC ziehen oder sonst irgendwas. Also HC-Raid ziehen. Aber ja gut, die sind dann auch wieder die falsche Audience für so ein Video. Was haben wir hier noch? Schmutzige Taschenuhr. Achso, das war diese traurige Story, oder nicht? Oder bilde ich mir das gerade ein? Den Eber hinten habe ich gekürscht, oder? Ah, jetzt sage ich wieder alles. Das ist so klar. Hä, warum kommt sein Eber nicht mit? Sein Eber geht einfach. Der mag seinen Besitzer nicht. Der Eber mag den anderen Eber nicht. Ich finde aber die Stacheleber mega cool designt jetzt. Ich weiß nicht, ich feiere die irgendwie. Sturmbalk, brauchen wir sogar. Durchsucht Goldfels Bauernhof nach weiteren Andenken. Ah, jetzt weiß ich wieder, was das für eine Quest. Ah, da hinten habe ich eine Kirsche. Jetzt weiß ich wieder, was das für eine Quest ist. Warte, war ich nicht gerade vorher bei dem Beruf? Was wollte ich vorher erzählen? Ach so, warum ich die Berufe geskillt habe. Habe ich das jetzt erzählt oder habe ich es nicht erzählt? Was ist heute los, Alter? Und zwar, die Berufe skill ich eigentlich mit dem Achievement. Mir fehlt jetzt nur noch Kirschnerei, mir fehlt noch Lederverarbeitung und mir fehlt noch Inschriftenkunde. Da gibt es ja wieder einen Erfolg, wenn man alles Max hat und da ist neue Quest reingibt mit 815. Dachte ich mir, ich skill das schon mal im Vorhinein. Und ja, genau, deswegen habe ich da angefangen zu skillen. Das wollte ich vorher noch sagen. Und wegen dem Gear-Ding. Wie gesagt, man kann sich ja geil ausrüsten dann, wenn man das Ganze aktiv mitnimmt. Wo kommt der jetzt her? Jetzt kommt der Eber auf einmal ran, der vorher nicht mitkommen wollte. Jetzt ist er doch mad geworden. Dann gebe ich mir nochmal Leder hier. 131, nice. Kriegen wir die Berufe. Vielleicht fahre ich nämlich irgendwann mal Kürschnerei ganz fix fertig. Einfach nur, damit ich das Achievement noch habe. Wir können aber den Eber hier noch ganz fix mitnehmen. Ah ne, das war gar nicht der, das war wieder ein anderer. Hier wimmelt's von Ebern, Mann. Hier wimmelt's. Den können wir noch killen. Jetzt, glaube ich, müssen wir die gleich alle erschießen gehen. Ich glaube aber nicht, dass ich dann kürschnern darf, wenn ich das mache. Ja, aber das ist ein bisschen Phasing. Ich glaube, das geht gar nicht. Kann ich hochsteppen? Nein, ungültiges Ziel. Ich hasse es. Da will man einmal ein Play machen. Ich habe auch das hier drin, jetzt den rauen Lederharnisch, weil ich habe mir gedacht, wenn ich schon skille, dann kann ich auch gleich ein paar von den Dingern machen. Wer kennt es nicht, wenn man wieder irgendwo durch die Gegend reitet und einen so ein kompletter Random-Mob irgendwie anhittet und man direkt dismounted wird. Da sind die Items halt grenzgenial. Genau, jetzt können wir hier alle Eber schießen. Wunderbar. Mit der geilen Azerit-Munition. Warum habe ich die als Jäger nicht?
Das würde es nochmal beschleunigen. Die Granate macht echt weniger Damage als alles andere. Oder? Ja, ja. Der Schuss ist immer One-Hit, aber die Granate macht einfach gar nichts. Brandpfeile, nix da. Bauernhof wird verteidigt ohne Ende. Oder? Granate? Ah, die Stunt dafür. Okay, okay. I see. 26.000. Bettet Bauer Goldfetts Familie. Genau, seine Familie ist ja leider zugrunde gegangen beim Überfall der Stachleber. Ich bin schon mega gespannt, ob sie das irgendwann revampen, Mann. Ich habe immer noch so Bock drauf, dass sie halt die ganzen alten Gebiete revampen, Mann. Ich kann einfach nie aufhören, darüber zu reden, Mann. Ich sehe meine Kombo-Punkte schon wieder nicht. Warum? Was passiert? Ich will meine Kombo-Punkte sehen. Bin ich blind? Oder buggt das? Ne, das buggt wieder. Könnt ihr nochmal einen Dot geben? Ausweiten. Wow, was war das Ausweiten gerade? 7000? Warte, wie viel HP hat so ein Mob? 31, okay, never mind. Ich glaube, der Eber hatte irgendwie weniger HP. Flussnelken, genau, die können wir dann vorne abgeben. Da hat er nämlich seine Frau und seine Tochter beerdigt. Das waren ja auch gerade die zwei Items, die wir oder sein Sohn, da haben wir ja gerade das Schwert und das Amulett geholt. Das wär's dann. RIP. Sucht auf dem Bauernhof nach Überlebenden. Das ist jetzt das, wo man zu den Ebern rein muss, glaube ich. Das mache ich auch gefühlt jedes Mal mit. Schade, dass man die Stachleber an sich nicht kürschen kann. Müssen die nicht auch aus Leder sein? Sonst wird es ein bisschen barbarisch. Sonst ziehen wir denen die Haut ab. Beim lebendigen Leib. Genau, dann haben wir vorne noch Nachladen. Wir haben halt immer noch so viele Quests. Es ist halt Wahnsinn, wie viele Quests hier überhaupt zur Verfügung stehen. Das Witzige ist, mit dem Magier sind wir ja dann genau schon in BFA unterwegs, wenn die Erbstücke hier sind. Vielleicht, ich muss mir noch überlegen, weil ich nehme Magier gleich noch auf, ob wir da vielleicht eine längere Folge machen und dafür halt bis 110 durchziehen. Dann könnten wir das nächste Mal nämlich direkt mit den geilen neuen Erbstücken dann durchballern und schauen, wie viel Unterschied das tatsächlich macht. Da bin ich schon mega gespannt. Ich meine, ich werde im Stream wahrscheinlich auch wieder rumprobieren, aber trotzdem hätte ich da mega Bock. Yippie-yay, Schweinebacke. Wer kennt denn die Aussage noch? Oh mein Gott, Alter. Gute alte, wie heißt es nochmal? Stirb langsam mit Bruce Willis. Weil mir der, wie soll man sagen, sein Kennzeichen. Eine Art und Weise, die Ansage. Immer wenn irgendwas mega cooles passiert, also als Actionheld muss ich immer mega den coolen Spruch auf den Lippen haben. Warum? Meine Kamera dreht schon wieder durch. Das habe ich immer noch ab und zu. Okay, die Eber drehen auch durch. Ich kriege meine Kombo-Punkte echt nicht mehr angezeigt. Das ist gerade ungut. Ich glaube, ich muss kurz reloaden, damit ich sie wieder sehe. Wenn ihr das nicht wisst, ihr könnt im Chat nämlich einfach, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, ihr könnt immer einfach slash reload eingeben. Dann quasi versucht ihr nochmal das Interface und alles neu zu laden. Das behebt, jetzt sehen wir es wieder. Das behebt teilweise sehr viele Fehler. Also wenn ihr irgendwie Probleme habt, braucht ihr das nur fix eingeben. Das hilft immer immens bei manchen Dingen. Vor allem, wenn irgendwelche Add-ons rumspacken oder sonst irgendwas, kann das immer helfen bei. Da haben wir schon die Quest. Sammelt 10 stinkende Proben. Das will ich aber nicht. Das sind jetzt aber keine Rektalproben, oder? Was brauche ich? Wartestäbchen. So, ja, Dämonenjäger ist mir im Helfen. Nice, was geht, Mann? Was geht? Ausgucken. Achso, den kann man ja auch sleep mit dem Pfeil. Wachen zu mir. Genau, hier habe ich immer Sound aus. Die letzten Male, als ich hier gequestet habe, nämlich auch. Das ist immer mega annoying. Die schreiben das so oft. Wie viele Erfolge hat er? 2300? Oh. Der ist ganz neu hier. Ich mag ihn. Oh, den können wir auch noch doten. Krieg ein bisschen auf Fresse. Wir gehen hier mal einen drinnen, würde ich sagen. Jetzt kriege ich Gildenwerbung. Ich will keine Gilde. Was soll das hier? Mann, gehe weg. Gut, das haben wir auch beendet. Den können wir auch noch finishen. Wunderbar, weil dann haben wir gleich noch mehr. Jetzt müssen wir hier gleich Leute befreien auch noch. Wie gesagt, ich mag diese Questreiche rund um die Eber eigentlich mega. Nördliches Totem haben wir zerstört. Wir brauchen mega viele von diesen Ebern an sich, weil wir diese Proben brauchen. Die droppen ein bisschen niedriger. Da ist die Drop-Chance nicht ganz so hoch, wie man gern möchte. Den können wir killen. Da drüben haben wir noch ein paar. Müssen auch die Leute befreien. Die habe ich ab und zu finde ich hier nicht alle. Obwohl ich eigentlich weiß, wo sie sind, habe ich hier immer wieder den Struggle, dass ich nicht alle finde. Was macht das hier? Was gibt mir das? 5 Minuten? Trägt eine orangefarbene, aggressiv riechende Substanz. Also normaler Körpergeruch, Kappa. Das macht aber nicht irgendwie Schaden, oder? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht riechen mich die Eber dann nicht.
genau, den können wir mal befreien. Gefangener Bauer. Ich mag die neuen Animationen mega. Also diese ganzen NPC-Animationen. In Boralus fällt es halt extrem auf. Da gibt es halt so ein... Da gibt es so ein Nobelrestaurant, ganz verschleiert in so eine Ecke, und da ist auch so eine Kellnerin, die irgendwie mit so einer Flasche die ganze Zeit hantiert und so. Ich mag die Animation mega. Ich hoffe, dass es das irgendwann als Charakteranimation auch gibt. Also irgendwie so als RP-Animationen. Gleich wie diese Wachenhaltungen und so, wenn die Wache halt so mit dem Schild und mit der Waffe dasteht. Sowas feiere ich immer extrem. Das hat irgendwie Atmosphäre. Vor allem für alle Leute, die halt gerne auf RP-Servern oder so unterwegs sind. Fügt das halt irgendwie nochmal immens was zum Game hinbei. Dolchfächer. Vielleicht sollte ich vorher mal den killen, den ich das Mark of Death gebe, dann wird es nämlich auch wieder resetten und ich kann es für einen anderen benutzen. Da haben wir das Totem. Die Totem von den Stacheldebern sehen auch cool aus. Die haben schon Totems und Modelle. Allied Race. Hervor, was sie da alles fixen müssen, damit das halt hinhaut. Außerdem wird es lore-technisch auch keinen Sinn machen. Stacheldeber mit Superhelden-Transmog. Ich liebe es. Das muss ins Game kommen, ohne Witz. Bin schon gespannt, was die noch für Allied Races haben dann. Ich meine, ich bin nie so... Ich hoffe nicht auf irgendwas, weil ich eigentlich mit allem zufrieden bin, was so kommt von den Allied Races. Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt haben muss, aber... freue mich trotzdem drauf. Aber bin halt gespannt, was sie dann noch einfügen. Vor allem, weil es halt dann storytechnisch interessant wird, wie sie es halt erklären wollen. Und ja... Schauen wir mal, was da noch kommt. Ich glaube immer noch die Vulpera irgendwie für Horde und für Allianz. Maybe die Chinyu? Die Chinyu wären auch noch ein cooles Volk. Vor allem die Chinyu kommen ja wieder in Art und Weise zurück in Patch 8.2, das wissen wir ja schon. Die kriegen ja nochmal einen Auftritt für die Seite der Allianz. Und auf Seite der Horde sind es die Giblin. Wenn ihr nicht weiß, was Giblin sind, das sind die Goblins mit den Kiemen. Und mit diesen komischen, ja, Schwimmhäuten zwischen den Ohren und so weiter. Das habt ihr sicher schon mal in Vashir gesehen oder in der Goblin-Startzone und so weiter. Das sieht man die oft. Da sind die immer wieder unterwegs. Gifte sollen draufgehen. Sonst kriege ich keinen Energiereck hier. Die können wir wieder beide kürschen, oder nicht? Nice, nice, nice. 135, 136. Oh, das geht derbe voran. Warum kriege ich zu 100% immer einen Skillpunkt? Ist das normal jetzt? Das war früher nicht so, oder? Früher ist irgendwie, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, Thorium und so Zeug abgebaut und das irgendwie teilweise, keine Ahnung, wie lange kein Skillbunk bekommen, weil es halt grün war, aber das ist die ganze Zeit, hier kriege ich die ganze Zeit Skillpunkte. Hier sind überall Eber. Hier konnte man runterspringen, oder? Ich dachte, hier oben ist noch einer. Ah, da sind sogar zwei. My bad. Da wäre sogar eine Ader für Erze da hinten. Die Erze sind auch noch immer so krass viel wert, Alter. Da kannst du auch richtig gut Gold machen. Also immer so mein Allgemeintipp für jeden, der irgendwie gerade angefangen hat. Oder für jeden, der einfach nur Gold machen will, ohne viel zu überlegen. Einfach Kräuterkunde und Bergbau nehmen. Das sind so die einfachsten Berufe, wie man halt generell Geld machen kann. Farmst halt hier ein bisschen. Wenn du eine Stunde farmst, sagen wir irgendwo in den neuen Gebieten, dann hast du im Durchschnitt so ein 200er Stack zusammen. Und kommt auf die Kräuter zum Beispiel drauf an oder auf die Erze. Ich glaube, Sturmsilbererz ist da ein bisschen mehr wert. Ich weiß gerade nicht auswendig. Dann hast du um die 8000 Gold bei uns, glaube ich, am Server. Oder so 9000 Gold für ein 200er Stack. Wenn du dann alles nimmst, was du da so zusammen hast, dann hast du in der Stunde locker so 20.000, 40.000. Das kommt immer drauf an, wie effektiv das ist. Bei den ersten Runs wird es natürlich nicht so viel sein. Bei den nächsten dann ein bisschen mehr. Wenn du das Ganze eine bessere Route selber draus hast. Oder ja, wenn du die Routen angeschaut hast, die ein bisschen mehr im Kopf hast. Dann ist sowas mega nice zu farmen, auch für Anfänger, die nicht viel sonst überlegen wollen, wegen dem Gold-Business. Ich habe immer erst noch 6 stinkende Moben. Boah, jetzt dachte ich schon, ich recorde irgendwie seit 49 Minuten. Nein, da ist der Nice Mann. Was geht? Nice Mann. 4300, der spielt auch noch nicht so lange. Wir hatten letztens das Thema mit neuen Spielern im Stream. Es ist so viele neue Spieler in letzter Zeit, es ist wirklich abnormal. Und das Witzige ist immer... nicht so viele, aber bei manchen siehst du halt, vor allem im Low-Level-Bereich, wenn ich unterwegs bin, den Char-Level und dann läufst du halt durch die Gegend und dann siehst du da ein, das war falsches Opening, hat halt irgendwie 200 Erfolgspunkte und dann siehst du halt, er hat einen 110er Erfolg, also hat er sich auf jeden Fall einen Boost gegönnt, mit dem, der dabei halt BFA dabei ist und dann fangen sie meistens direkt einen neuen Char an, weil sie dann doch drauf kommen, dass ein Boost nicht so viel bringt, weil ja, du kennst dich halt Nüsse aus. Für alle, die halt schon länger spielen, ist es halt unverständlich, aber wenn du dich nochmal in so die
Ding zurückversetzt, wenn du nochmal neu bist in einem Spiel und dich überhaupt nicht auskennst, dann ist es nicht gerade das Schlauste, was du machen kannst. Hier zum Beispiel ein großes Sturmsieber vorkommen. Benötigt Bergbau. Weil in WoW gibt es halt dann doch ziemlich viele Sachen zu tun und Sachen zu wissen, die man halt eigentlich entweder beim Leveln lernt oder halt einfach sich von alleine aneignet mit der Zeit. Das ist halt dann immer ein bisschen Overkill. Deswegen finde ich den Boost nach wie vor nicht gut. Boost ist gut für Leute vielleicht, die einfach keinen Bock haben zu leveln und schon halt einen Char mal hochgezogen haben. Aber für alle, die halt wirklich neu sind im Spiel, wirklich überhaupt nicht zu empfehlen nach wie vor. Da lohnt sich immer tausendmal mehr, den ersten Charakter zu leveln im Generellen und sich einfach Zeit zu lassen, Welt anzuschauen und so weiter. Weil viele coole Sachen zu sehen. Witzigsten ist halt überhaupt, wenn du dich halt mit der Lore auch noch auskennst, vielleicht irgendwie mal die Chronicles oder so gelesen hast oder vielleicht die Bücher an sich und dann das Spiel anguckst, das ist halt, dann wirst du halt so viele Dinge sehen, die halt normalen Leuten nicht auffallen würden, weil Blizzard legt das immer sehr, sehr viel Wert auf, diese ganzen kleinen Easter Eggs und Anspielungen und Co. So, Totem haben wir noch und eine stinkende Probe, die gibt uns der Nette her hier, weil das wären wir genau fertig. Also die Säule brauche ich gar nicht mehr. Warum ist die noch markiert, oder was? Packt das? Ich glaube, es packt. Was ist das hier? Oh, nice, Mann. Nice, was ist das? Mit sehr flüssigem Schleim bedeckt. Effekte von Stachelangriffen verringert. Okay, ich wollte gerade sagen, hat das schon wieder keine Effekte. In einer Tour kriege ich hier irgendeinen Gestank auf mir, Alter. Und der ist halt komplett useless, wie es den Anschein macht. Hier verirrt man sich sehr, sehr leicht bei den ganzen Bauten. Aber finde ich trotzdem cool. Das hat irgendwie so Stachelebermäßiges. Können wir nochmal vanischen. Genau, Augen auf. Na, Quest packt. Jetzt. Yippieyay, Schweinebacke. Können wir noch sogar nochmal Azerit. Stinkende Probe können wir auch abgeben. Totems, Totems, Totems. Und jetzt müssen wir dann die Kampfferkel einsammeln und die Vorräte vernichten. Das machen wir allerdings beim nächsten Mal. Da soll sich dann auch auf jeden Fall wieder ein Level-Up ausgehen. Ansonsten lassen wir sie an der Stelle erstmal gut sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr mir Fragen stellen möchtet, könnt ihr das jederzeit gerne, wie gesagt, mit dem Brief in-game machen auf dem Server Rexa oder Aleria an Quintex oder ganz einfach unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten nicht vergessen, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links bin unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.